vornimmt. Ich meine, ich will das ja auch jetzt absolut nicht verteufeln oder lächerlich machen oder sagen, das packt ihr eh nicht oder so, aber ich habe halt die Erfahrung jetzt an mir persönlich einfach gemacht, dass ich das irgendwie nie hingekriegt habe, da das umzusetzen, weil ich mir halt auch immer total die utopischen Ziele gesetzt habe. Aber vielleicht liegt das ja an mir. Das muss ja nicht auf alle übertragbar sein. Na? Zeugen Jehovas stehen wieder vor der Tür. Die wollen neuerdings nicht nur konvertieren, nein, wie heißt das, missionieren, sondern auch Gehirne haben. Das steht jetzt so neu, das ist jetzt so das Neueste, was in deren Geboten steht. Gehirne sind nahrhaft und bringen dich in das ewige Himmelreich. Jetzt kann ich gar nicht weiterbauen eigentlich. Doch, ich könnte hier einfach die zweite Etage, die erste, erstmal weglassen. Auch Vogelgezwitscher, wie schön. Wie entspannend. La 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 la. Tja, ist ja doof. Dann haben wir jetzt auf dieser Map total viele Schafe, aber können gar keine Schaffarben machen. Weil bringt ja nichts. Schafe machen ja keine Wolle neu. Bin ja mal gespannt, wann das neue Update rauskommt. Ich könnte mal meine Sachen hier nach innen verlagern. Dann muss ich nicht immer hier draußen rumlaufen und mich den Bestien preisgeben. Oh, wobei. Kriege ich eh wieder alles nicht mit. Muss ich zweimal gehen. Ach, jetzt habe ich nur eine Chest abgebaut. Ich bin ja auch schlau. So. Erstmal alles abladen. Dirt kann man immer gebrauchen. Zumindest wenn man Terraforming betreibt. Bisschen Essen reinstopfen. Das dauert immer so lange. Warum kann man nicht die Furnaces irgendwie beschleunigen, dass die ein bisschen schneller braten? Das wäre doch auch mal was, so Upgrades für Furnaces. So, das da rein und das da rein. Das auch. Das und das. Ist das eine Axt? Ja. Die sieht so stumpf aus. In diesem Texture Pack. Sieht ja aus wie so ein Knüppel oder sowas. Ich würde ja gerne mal ein Haustier finden, so ein Hund oder sowas. Aber irgendwie hatte ich da bisher nie Glück. Kann gut sein, dass Hunde im Nadelwald wohnen. Für Hunde braucht man Knochen, oder? Habe ich die jetzt weggeworfen? Einen habe ich noch. Habe ich die Wolle hier reingetan oder habe ich die unten reingetan? Weil dann könnte ich mir hier nämlich schon mal ein Bett bauen. Ich glaube, ich hol mir mal die Wolle von unten. Habe ich ja einen Stack schon zusammen. Das ist ja der Hammer. Oder ich baue einfach das Bett ab. So. Wolle, Wolle, Wolle. Kohle lasse ich hier. Ist ja mein Zufluchtsort. Kann ich ja nicht... Ups, schon wieder den falschen Ausgang genommen. Kann ich ja nicht einfach alles wegnehmen. Ich meine, falls mein Haus mal überflutet wird oder so, ne? Das hier eigentlich? Ach, da. Nein. Geh weg. Geh bloß weg.
Inzwischen kriege ich das schon ganz gut hin mit dem Creeper-Kiten. Ich bin sehr stolz auf mich. Zack, zack, zack. Und weiter geht's. Bloß keine Müdigkeit vorschützen. Und ich gehe natürlich den maximal langen Weg in mein Haus rein. Ist klar. Einmal ganz rum. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte nämlich noch... Habe ich meine Crafting Table nicht abgedingst? Was war das? Ach, hier ist irgendwo ein Enderman. Ich habe die Partikel gesehen. Habe ich nicht? Ach, da. Der ärgert mich. Aber wenn ich den schlage, ist der sowieso wieder weg. Der klaut mir bestimmt gleich Blöcke aus meinem Haus. Finde ich nicht gut. Ich habe es erst einmal geschafft, einen Enderman zu töten. Und dem seine Enderperle zu entreißen. Sonst sind die mir immer entkommen. Ihr Viecher. Ich finde die auch sehr ominös. So, ich mache hier jetzt mal so Löcher rein, damit ich... Ich glaube, ich mache die Decke ein bisschen höher. Ich finde das immer so doof, wenn die Decke so niedrig ist. Ach nee, das ist aber auch hässlich, wenn ich das jetzt so mega unsymmetrisch mache. Dum, 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 dum. Schöne fröhliche Musik. So und so und so und so. Mache ich die immer drei breit oder mache ich auch mal zwei? Ich mache die auch mal zwei breit. Und jetzt machen wir nächste Etage schon. Jo. Ja, ich bin übrigens gerade schon am Überlegen, ob ich... Also in letzter Zeit bin ich am Überlegen, ob ich mich jetzt... ob ich einen Blog aufsetze für meine Abenteuer hier. Und dann halt die Videos da einbette und halt noch einen längeren Text schreibe. Also als so Tagebuchmäßig, irgendwie so Survival-Tagebuchmäßig. Und dann halt auch auf dem Blog dann halt auch so Umfragen start und so Aktionen mache, was weiß ich. Das kann man ja bei YouTube dann immer schlecht. Und ja, das fände ich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn das... Wenn ich das machen würde. Allerdings habe ich bisher noch ein bisschen Probleme damit. Ich meine, ich habe schon mal einen Blog aufgesetzt, so ist es nicht, aber irgendwie will sich nicht so richtig ein Hoster finden im Moment, der funktioniert richtig. Also der, wo nicht irgendwas kacke ist. Wie zum Beispiel, dass der halt irgendwie externe Verbindungen zulässt. Ich muss mir mal kurz im Auge kratzen. Dass der externe Verbindungen zulässt, also dass man irgendwie überhaupt Updates installieren kann und sowas. Das ist nicht immer gegeben. Also auch wenn sich das so anhört, als wäre das so Grundausstattung, aber viele Server, die blocken das total. Also die, da kann man das nicht. Da kann man das total vergessen, dann auf solchen Hostern überhaupt einen Blog aufzusetzen, weil ja total viele Sachen nach außen sich verbinden auf andere Server. Dann wollte ich halt zum Beispiel meine YouTube-Videos da einbinden. Da gibt es auch so ein Plugin. Das kann, also für WordPress jetzt, das kann halt meine Videos rausholen aus YouTube und dann eben kann ich die halt ganz bequem einbetten. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert, weil dieser Host da irgendwie diese Verbindung nach außen total verweigert hat. Und dann musste ich leider mich weiter umgucken.
Ich habe jetzt schon vier verschiedene Hoster durchprobiert und der, wo ich halt schon einen anderen Block aufgesetzt hatte, wo den ich halt da betreibe, wo ich eigentlich keine Probleme hatte, da komme ich irgendwie nicht mehr rein in meinen FTP-Zugang. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber was quäle ich euch hier jetzt mit nervigen technischen Details? Viele wissen ja wahrscheinlich nicht mal so ganz genau, wovon ich spreche, und deswegen werde ich euch damit jetzt mal verschonen von. Ja, 19 Bricks. Oh Mann. Dann müssen wir tatsächlich noch mal losgehen und wieder knallen sie rum. Sehr nervig. Vor allen Dingen, weil es sich irgendwie meinem Verständnis entzieht. So. Wie machen wir jetzt weiter? Eigentlich müsste ich jetzt noch mal Sand holen für Glas und ich müsste aber auch noch mehr Lehm sammeln. Machen wir uns mal noch eine zweite Schere. Schere, sage ich schon. Zweite Schaufel. Vielleicht auch eine dritte. So. Und gehen noch mal los und gucken einfach mal, was wir noch so finden. Wobei es jetzt eigentlich schon wieder relativ spät ist, loszugehen, weil es gleich dunkel wird. Man sollte tatsächlich immer die Uhrzeit im Auge haben. Lehm, wo finden wir denn noch Lehm? Hier habe ich schon einiges abgebaut. Oh, mein Auge juckt. So. Ich finde eigentlich jetzt gar nichts hier. Das ist ja doof. Ah, den Zuckerrohr, den können wir mal mitnehmen. Können wir auch dann mal anpflanzen und daraus Papier machen. Da können wir uns ein paar Bücherregale craften. Haben wir die Schere dabei? Nö. Gut. Man sollte immer nicht eine Schere dabei haben. Habe ich mir so gedacht und habe sie nicht mitgenommen. Da hinten ist noch ein bisschen Lehm. Aber ich baue immer so ungern unter Wasser Lehm ab, weil das so lange dauert und man dann immer kurz vorm Ersaufen ist. So, genau das meine ich. Au, Schmerzen. Ätzend sowas. So, dann hier noch ein bisschen abbauen, da noch ein bisschen abbauen. Und diesmal rechtzeitig auftauchen. So. Ich muss auch schon wieder was fressen. So. Nur mach hinne. Danke. Lalalala. So, dann wollen wir mal noch ein bisschen weiter suchen. Wobei hier finde ich wahrscheinlich, da hinten ist noch was. Da kommen wir dann gleich auch schon wie bei unserem alten Dreckshaus vorbei. Habe ich noch was zu essen dabei? Ja. Oh. Bin ich doch glatt auf den Boden abgesunken. Ich finde es irgendwie total doof, dass man mit diesen Kraken überhaupt nichts machen kann. Man kann mit denen überhaupt nichts anstellen. Man kann die ja nicht mal als Haustiere halten, weil die, glaube ich, die kann man ja nicht rausholen aus dem Wasser oder so. Total blöd.
Ja, sollte Notch nochmal ran, beziehungsweise Notch arbeitet ja jetzt eh nicht mehr an Minecraft weiter. Der macht ja jetzt sein Minicraft oder wie das heißt. Minicraft 2 oder wie das heißt. Er hat das hier abgegeben. Das ist ihm anscheinend ein bisschen zu viel geworden. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwelche Gerüchte verbreiten. So, ich könnte ja jetzt sagen, oh, der Mann hat das totale Burnout-Syndrom, der hat sich zurückgezogen, der lebt jetzt auf Hawaii und will auch nicht mehr angesprochen werden wegen dem Spiel und ist total aufgelöst und was weiß ich was, aber nee, das ist ja alles nicht, man soll ja nicht lügen, ne? Man soll ja nicht irgendwelche falschen Gerüchte verbreiten über Leute. Vor allem, weil ich den Notch eigentlich so, ich kenne den zwar nicht persönlich, aber so, was er so für Interviews von sich gegeben hat, fand ich den eigentlich sehr, 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 sehr angenehm, so als Menschen. Kam mir irgendwie sehr sympathisch vor. Ach Leute, ich habe doch hier keinen Platz. Hier, scheiß auf das Gunpowder. Wer braucht schon TNT? So. Jetzt haben wir noch ein bisschen Lehm. Und es ist wieder nachts und ich bin so lebensmüde und renne hier wieder rum. Ich sollte vielleicht... Es ist in meiner alten Hütte noch das Bett oder habe ich das mitgenommen? Ich hoffe, das ist hier noch... Ja, super, dann können wir...